Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einbrechersimulator 2. In der letzten Folge haben wir unser erstes Auto geklaut. Und warte mal, müsste das sich nicht noch in unserer Garage befinden? Jawohl, da ist das Ding. Ein alter Mercedes. Doch jetzt haben wir unsere Aufgabe. Gehe zu 204 und hinterlasse eine Notiz in der Garage 2A, ohne gesehen zu werden. Ja, machen wir. Leute, falls ich heute ein bisschen verplanter bin als sonst, liegt es daran, ich habe letzte Nacht noch bis, glaube ich, 1 Uhr Autogrammkarten unterschrieben. Und jetzt bin ich ein bisschen verschallert. Ich habe auch leichte Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, woher was kommt. Und vielleicht habe ich zu sehr am Edding geschnüffelt, weil das ist doch auch nicht gesund. Eieiei. So, genau, 2A. Wir haben nämlich ein neues Viertel freigeschaltet. Da würde ich doch mal sagen, geben wir Knallgas. Zack, 204. Genau, jetzt haben wir nämlich auch hier Hillville. So, dann gucken wir doch mal. Die 204 ist... Ah, da oben. Oh ja, das ist ein krasses Grundstück. Das Geile ist, wir können scheinbar dahinter parken. Ja, genau. Dann gehe ich hier nach vorne. Es ist auch schon wieder ein absolut geisteskrankes Viertel. Warte mal, muss ich hier einen Parkschein? Warte mal, hier, ich stelle mich auf den Behindertenparkplatz. Super. Was haben wir denn Feines da unten? Oh, da vorne ist sogar so ein geiler Spielplatz. Oh, wer hat denn hier Stacheldrahtzaun? Was ist das? Ach, das besteht nur aus Garagen. Ich habe, glaube ich, gerade leicht gespuckt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich einen leichten Sprachfehler bekommen habe, weil ich habe mir ja vor 2 Tagen... Na, oder war das gestern? Volle Kanne auf die Zunge gebissen, sodass sogar so ein kleines Stück... Oh. I said get out! Was willst du denn, Alter? Warte mal, das mache ich nicht. Ich speichere jetzt einmal. So. Nur damit ich... Nichts passiert. Spielladen. Was denn? Er kann doch auch kurz zur Seite laufen. Da. Okay, alles easy. Er ist sogar weg. Ja, 204. Aber welche denn? Also hinterlasse in der Garage 2A. Ach, das Ding in der Mitte. Ja gut, hier fährt jetzt erstmal jemand. Warum ist hier eigentlich kein Bürgersteig? Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ah ja, hier ist kein Auto drin. Ist hier jemand am Start? Nö, das ist ja super easy. Hä? Ja, was ist das für eine leichte Mission? Zack, Alter. Hopp. Einmal rein. Moin, Leute. Schnapp ich mir noch mal ein bisschen Geld. Kleine Notiz. Ja, was los? Danke, mach das Leben einfacher. Fürs Erste lerne ich Elektronik... Achso, fürs Erste lerne ich Elektronik zu hacken. Der Boss will einen gestohlenen Laptop. Doch der ist wahrscheinlich gesperrt. Achso, ja, ja, genau. Das machen wir, kein Ding. Ich schnapp mir hier den auch nochmal. Hier ist ein kleines Handy. Warte. Oh ja, bisschen Cash noch. Funkgerät. Und... Nix. Ja, eigentlich könnten wir fast vorne schon wieder rausgehen. Ah ja, da Elektronik Stufe 1. Gibt's denn... Oh, guck mal hier. Da gibt's aber einiges Geiles. Was steht denn da drauf? Ich weiß, wo du wohnst. 6 Tuantabo Boulevard, Wohnung Nummer 6. Schicke mir deine schwarze Aktentasche an die Adresse. Wir arbeiten echt für die falschen Leute, habe ich das Gefühl. So, dann gehen wir jetzt hier kurz mal rüber. Zack. Und ab nach oben. Lerne Elektronik Stufe 1. Aber warte... Können wir? Ah, wir haben ja wieder einen Fertigkeitenpunkt. Ich vergesse das immer. Ja, genau. Hier einmal lernen, bitte. Ja, was los? Oh, die Lombardis wieder. Beziehungsweise deren Chef. Du besorgst mir einen Laptop aus 207. Dann sprengst du den Laden in die Luft. Vielleicht doch keine gute Idee. Gib mir einfach den Laptop und entriegel ihn. Okay. Mach ich, Digi. Aber erstmal würde ich, glaube ich, ganz gern die Beute, die ich hier habe. Weil wir haben doch jetzt einen Laptop. Oh Gott. Das war ich nicht. Einfach weg. Einfach weg. Oh Gott. Fahrdienst. Warte mal, weil da kann ich vielleicht Teile vom Auto noch verkaufen. Ich habe aus Versehen eine Frau überfahren. Das war ich nicht. Hello, Autos. Ah ja, den könnten wir jetzt für 1.000er noch verkaufen. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Warte mal, gibt der mir die gleichen Preise? Ja, habe ich doch jetzt hier alles perfekt verkauft. Wie gesagt, das Auto würde ich jetzt noch nicht verkaufen, weil wer weiß, ob wir das nicht noch besser ausschlachten können. Dann... Lass in die Hillville Street. Ich hoffe, die Polizei sucht mich nicht mehr. So, aber warte, wo ist hier ein Parkplatz? Da sind wir aber ganz weit weg vom Schuss. Da müssen wir weit laufen. Ich werde jetzt auch erstmal hier was in den Briefkasten stecken. Kurz die Mikrokamera. Guten Tag, Sir. Ich? Hier, Morsecode. Get away from me. Sag mal, was willst du denn? Der Letzte, der mich genervt hat, der hat eins mit der Brechstange über den Kopf bekommen. Und die andere Person habe ich überfahren. Ich merke heute viele Aggressionen. Ob das an den Kopfschmerzen liegt, man weiß es nicht. So, warte mal, jetzt schlafe ich. Reicht das auch, wenn ich jetzt bis 10 penne? Muss einfach nur einmal Tag sein, sozusagen?
Warte mal. Nee. Ich glaube, ein Tag muss komplett vergehen. Dann machen wir jetzt mal hier bis 20 Uhr. Und dann, weil die müssen ja auch irgendwann mal schlafen, die Leute da drin. So, Dankeschön. Mal gucken, finden die Leute das komisch, wenn ich mit der Taschenlampe an rumlaufe? Nö. Ach, guck mal, hier haben wir, füttere den Hund mit etwas Fleisch. Das ist hier eine Aufgabe. Das ist gut, dass wir dann jetzt wissen, dass wir mit einem Hund konfrontiert werden. Dann würde ich jetzt aber mal quick buy. Nämlich kaufe ich einmal Hundefleisch. Genau. Mitarbeiter einladen. Ich mache das mal für einen Huni. Ich habe das noch nie wirklich gemacht. Aber weil ich arbeite auch lieber alleine. So, was haben wir denn jetzt? Ah, hier vorne ist der Hund. Okay, das sieht alles nicht so gut aus, habe ich das Gefühl. Well, Wohnzimmer hello. Am Club. Oh. Ja, hallo, ma'am. Warte mal, du. Ach, guck mal, die kann einen Polizeistern wegmachen. Schweren Gegenstand tragen. Ah, die hat zwei Aktionen übrig. Ich mach mal dieses Markieren. Da ist ja nur einer, den habe ich ja schon. Mach mal Dietrich-Modus. Jetzt würde die das hier vorne das aufmachen, oder was? Nee, hier vorne kann ich das nicht aufmachen. Na toll. Ich wusste doch, dass sie nutzlos ist. Na, guck mal, das ist tatsächlich noch die zweite Person. Die chillt hier draußen. Oh, das ist echt ein schweres Ding. Warte mal, wo ist denn dieser Laptop? Der befindet sich im vorderen Teil. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass, wo kann ich denn hier rüberspringen? Ah, guck mal. Das müssen wir. Wir müssen jetzt den Hacking-PDA kaufen. Okay. Warte mal, steigst du ein oder läufst du mir einfach nur hinterher? Ist sie eingestiegen? Ja, ich glaube, sie sitzt hinten. So, schnell weg hier. So, dann lass uns erstmal was von der Darkbank abholen. Abheben. Weil ich glaube, das Ding kostet um die 5000, oder? Steel Gear. Da, Hacking PDA, 5000. Perfekt. Oh, wir könnten jetzt auch schon das ATM-Hacker-Tool kaufen. Das würde ich, glaube ich, bald machen. Weil das bedeutet, glaube ich, gut Kohle. Nochmal 25 XP, das finde ich nett. Aber wir haben jetzt erstmal unsere Mission. Guck mal, das Haus hier, guck mal, das hat ein Fragezeichen. Was ist das? Das ist bestimmt irgendwie so ein geheimer Bunker oder so, könnte ich mir gut vorstellen. So, jetzt müssen wir erstmal hier so ein bisschen schauen, dass wir nicht gecatcht werden. Während wir den... Ah, da kommt halt ein Auto von da oben. Wäre der hier eingebogen? Nee. Okay, dann schnell. Muss ich irgendwas machen? Oh nein, diesen... boah, ich hasse solche Rätsel. Warte mal. So rum, dann runter. Warte mal, wo müssen die denn alle hingehen? Warte, so. So und drehen. Jawohl. Ja, easy. Gut, da kann ich jetzt hier rein, ne? Wir müssen aufpassen mit dem Hund. Bisschen auf. Okay, Karte können wir kleiner machen. Warte mal, ist der Hund, ist der gerade drin? Ja. Dann gehen wir erstmal hier so an der Seite rum. Ja, wer ist ein feiner kleiner Hund? Gehst du nochmal irgendwo hier längs? Mist, daher könnte man rein. Okay, die sind gerade beide am Pennen, das ist gut. Aber die eine wacht auch bald auf. Oh ja, hier kommen wir auch dann rein. So, diesmal Speedhacking. Ja, warte. Oh, das ist gut. Nach oben. Ja, zur Seite. Weiter nach oben. Ja, und rein. So, bewegt sich der Hund? Warte, der kriegt ein Stück Fleisch. Sehr gut. Ich glaube, er hat das Stück Fleisch nicht gesehen. Mission. Achso, ah, stimmt. Ich musste dem ja sogar ein Stück Fleisch geben. Ja, das ist ja mega. Friss mal schön. Warte, jetzt machen wir Special Ability. Zeig an den Laden. Genau. So, alles, was über ein Huni wert ist. Oh ja, das sind einige Sachen hier. Der Hund ist schön am Fressen. Hopp. Hopp. Guten Tag. Friss mal schön weiter. Du bist mein Besser. Zack, Alter. Schön alles mitnehmen. Ja, den Fernseher, das wird schwer. Oh, Rucksack ist auch schon voll. Ja, warte mal. Was ist denn das Gemälde? 20? 30? Ja, komm, Alter, dann nehme ich den Fernseher mit. Den könnte ich doch sogar mit einem guten Schwung, schmeiße ich den hier vorne rüber. Oh, da ist jemand wach geworden. Werfen. Oh, Mann, wirf ihn doch rüber. Ja, okay, sehr gut. Da ist noch die Kaffeemaschine. Die nehme ich auch noch mit. Kann man die nicht auch tragen? Lass mich hier... Okay, ich komme nicht rein. Ist egal. Wir merken uns, das Haus kann man echt gut überfallen. Und da sind auch noch mega viele geile Sachen drin. Aber man muss, Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, jetzt müssen wir nämlich den auch noch hacken. Schnapp den Fernseher. War, ist ein 8K-Fernseher hoffentlich. Das darf uns bloß niemand sehen. Zack. Okay, rein. Das lief doch sehr clean. Oh, warte mal, wir können hier direkt, den werde ich direkt verkaufen. Da bin ich den direkt los. Das macht schon Sinn. Komm mal her, gib mal den hier. Komm, dafür musst du mir guten Preis machen. Oh, here comes trouble. Nee, ist gut. Genau. Lautsprecher, schön 200, nochmal 200. Boah, 600. Die Bassgitarre. Das waren alles sehr schwer, aber schon gute Sachen. Und was hat... Oh, guck mal, er hat hier aber auch guten Kram. Was sind... Wo muss ich hier hin? Ach, hier, guck mal. Paketschließfach. Ah, hier sind Liefercodes.
Ah, weißt du, so ein bisschen so wie Amazon-mäßig. Hier hat doch irgendjemand bestimmt den Code. Falscher Code, schade. Warte. 1, 2, 3, 4, 5. Schade, das wäre geil gewesen. Gut, ein bisschen Cash-Mash gemacht. Jetzt müssen wir einmal den Laptop zu Hause hacken, um ihn dann über BlackBay zu verschicken. Ja, geil. Haben wir zufälligerweise schon ein Level abgemacht? Nee, oder? Oh, aber fast. Um die 450 fehlen noch. Genau, hier ist das Schmuckding. Hier. Jawohl. Einmal hacken, bitte. Das Minispiel haben sie auch, würde ich sagen, vereinfacht, oder? Weil ich glaube, das war früher insgesamt größer. Ja, gut, aber Paletto kommt hier trotzdem nicht so richtig zurecht. Warte. Ja, doch, ich hab's. Nee, doch, perfekt. So, dann einmal über Black Bay. Vielleicht haben wir ja sogar Glück. Ich packe hier nochmal Sachen rein. Nochmal das Smartphone und die Spielekonsole. Vertraulicher Laptop. Achso, das ist der, den wollen wir nicht wegpacken. Weil den schicken wir jetzt ab. Küche. Ich gehe nochmal kurz alles durch, was es gibt. Ah ja, achso, das ist der vertrauliche Laptop. Chillig. Der will jetzt sowieso wieder gleich mit mir telefonieren. Ich kenne dich doch. Nee, hier ist aber nichts Neues. Schade. Ja, was geht? Erlerne diese Spezialisierung, Mann. Wir müssen einen Container in die Luft jagen. Das erkläre ich dir später. Lerne Spezialisierung Stufe 1. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass... War das Spezialisierung? Wo soll das sein? Wahrnehmung? Da, Spezialisierung. Schaltet einen Schlagstock und einen Schweißbrenner frei. Mit dem Schlagstock kannst du jeden niederschlagen, doch sobald er aufwacht, wird er die Polizei rufen. Schaltet ebenfalls die Schnellreise zum Autos auf deinem Telefon frei. Okay, interessant. Oh, das sollte ich auch mal machen. Die Ability, die benutze ich ja irgendwie nie. Vergrößerung des Rucksacks erhöht das maximale Gewicht um 10 Kilo für 10 Minuten. Das muss ich viel öfter benutzen, weil das ja so eine Ability ist. Ich dachte, die wäre nicht aktiv, hat eine Abklingzeit von 20 Minuten. Aber gut, wir müssen jetzt sowieso noch mal ein bisschen irgendwo einbrechen. Oh, warte mal, ich muss mal vor allen Dingen kurz mal was einzahlen. Steel Gear. Ich guck mal kurz, was für Sachen wir noch upgraden können. Hundefleisch war bis dato immer gut. Aktionspunkt brauche ich nicht. Gamer, genau, das habt ihr mir auch erklärt. Planungsmodus. Ah ja, da kriegt man dann, glaube ich, mehr Infos, oder? Die Sachen brauche ich jetzt nicht. Und das ist nur für die Farbe. Den würde ich gerne einmal... Nee, den Planungsmodus. Ich würde gerne wissen, wie der so ist, wenn man den upgradet. Ja, ich habe es jetzt zweifach geupgradet. Vielleicht ist es ganz cool. Schauen wir mal. Ich glaube, dann bekommt man insgesamt mehr Daten. Und die Daten sind genauer. So, dann würde ich sagen... Na, wir haben, glaube ich, noch nicht alle Sachen in der Madison Street fertig gemacht. Also da sind, glaube ich, noch ein paar... Vor allen Dingen, warte mal, wir haben doch noch den Auftrag. Und zwar, dass wir irgendwas in der... Genau, Stiel die antike Kaffeemühle in der 108. Das will ich auf jeden Fall mal machen. Weil ich würde gerne noch ein paar Level aufsteigen. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was das bringt. Das sind ja diese Sekundäraufträge. Hallo, wo ist die antike Kaffeemühle? Ah, da weiß man wieder nicht, wo die ist. Das Blöde ist, glaube ich, auch. Die Fähigkeit hat jetzt... Ah ja, aber auch nur noch 15 Sekunden. Ne? Das ist doch chillig. Warte mal, er ist doch irgendwann weg. Er ist jetzt irgendwie mit seinem Morgentraining am Start. Ah ja, oh, guck mal. Okay, das ist deutlich genauer als zuvor. Um 7 Uhr geht er dann nach da drüben. Dann ist er hier. Ja, vielleicht sollte ich das machen in der Zeit, wo er eine Runde pennt. Das glaube ich irgendwann zwischen... Ich gehe mal bis 3 Uhr nachts. 3 Uhr 28 nachts. So, moin Leute. Ah ja, genau. Man sieht auch gerade, da geht er eine Runde schlafen. Easy. Und das Gute ist, dieses Tor konnte man ganz einfach... Ah, okay. So viel zu ganz einfach. Da sollte ich vielleicht auch mal nochmal Kohle rein investieren, oder? Weil das dauert schon verhältnismäßig lang. Einen Hund hatte er nicht, oder? Hoffentlich nicht. So, ja, easy. Ich meine, die Kaffeemaschine muss doch hier irgendwo stehen. Das mache ich mal schnell wieder zu, damit er das nicht sofort merkt. Warte mal, die Abklingzeit. Zack. Einmal aktivieren. Weil die brauchen wir schon. So, da ist das Skateboard. Wo ist die antike Kaffeemaschine, Alter? Ah, hier. Okay, das war nice. Weil die hätte ich echt übersehen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, nö. Warte, wo gehst du hin? Hier hin. Ah, nee, du gehst erstmal zwischen 4 und 5 raus. Finde ich gut. Gefällt mir. Mach mal. Okay. Ah ja, erstmal jetzt weg. Wollen wir von unten noch mal ein paar Sachen holen? Oder gehen wir nach oben? Oben hängt hier irgendwas an der Tür. Was ist da? Was ist dahinter? Was ist das? Ein Gemälde. Ja, okay, das klaut man so. Chillig. USB-Stick.
Oh, er kommt auch bald wieder nach Hause. Ja, da unten sind halt diese Werkzeuge, die jetzt nicht so wichtig sind. Was ist denn hier draußen? Was hast du da in deinem Schuppen? Ach, so ein altes Radio. Ja, komm, wir sind eh voll. Dann klaue ich nochmal, weil wir es können, nochmal den alten Fernseher, der eh, glaube ich, nicht so viel wert ist. So. Und ab nach Hause. So, und das Gute ist, wenn wir den Thief-Contract abgeben, dann sollten wir auf jeden Fall das Level abhaben. So, dann gebe ich auch direkt den Fernseher hier vorne ab. Das ist ja perfekt. Einfach Speedrun. Ja, ja. Hör doch auf, mich immer anzuschreien. Alter Fernseher. Hier, zack. Gemälde. Huni nochmal. Und die beiden Sachen, die kommen schön hier mit nach Hause. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich die, glaube ich, sogar schon noch zu Hause rumstehen habe, oder? Die habe ich doch mal geklaut. Erfolgreich. So. Einmal bitte Versteck. Lasst euch bitte nicht vor dem Chaos hier im Hintergrund irritieren. Bei mir steht aktuell ein bisschen alles voll mit Autogrammkarten, die ich jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen schaffe zu unterschreiben. So, Belohnung abholen. Ja, danke. Geiles Ding. Und Level up. Stufe aufgestiegen. Fähigkeiten. Einmal bitte. Wo bist du? Ah, nee. Hier unten. Da. Spezialisierung. Lernen. Geiles Ding. Ja, moin. Was los? Im Grunde baut jemand einen Laden als getarntes Labor in Hevel. Lobalis Boss braucht dort keine Rivalen, also darfst du sie ausschalten. Sprenge die Container auf dem Gelände in die Luft. Achte nur darauf, die Bomben in den Containern zu deponieren. Danach musst du einfach nur rennen. Viel Glück. Warte mal. Ich glaube, ich hatte recht. Sind das diese Container auf diesem verlassenen Ding? Das kann ich mir gut vorstellen. So, ich lege jetzt erstmal nochmal hier Fähigkeit deaktiviert. Ja, chillig. Die schwarze Gitarre und das Skateboard Flame. Einmal hier rein. Weil vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Black Bay. Elektronik. Bei Wertsachen. Nee. Ah, die Gitarre. Es fehlt noch die blaue Gitarre. Schade. Ich habe mir auch das Gefühl, dass wir dann vielleicht doppelt haben. Ah ja, den Lötbrenner müssen wir für 2000 kaufen. Zack. Und? Was ist ein Riegel? Ach, das ist dieser Schlagstock. Ja, den sollten wir schon holen. Wenn wir damit wirklich... Aber überrasche ich die dann? Gehe ich von hinten ran und schlag die einfach kaputt? Oder wie läuft das dann? Ja, ich hole auf jeden Fall mir kurz mal... Oh, was ist Kontosaldo? Plus. Ja, das hebe ich nochmal ab, um dann den Riegel zu kaufen. Es ist auf jeden Fall eine... Sehr gute Übersetzung. Ein Riegel. Aber nun gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben für heute genug geklaut. Wenn es euch gefallen hat, schallert den Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.chat vorbei. Für Mini-Paluten und vieles mehr. Ich werde jetzt weiter Autogrammkarten unterschreiben. Und euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.